Gehen wir noch einmal zurück. Laden nochmal Tränke auf. Na komm. Manchmal rennt der denn. Stockt das hier wieder? Hallo. Erstmal den Speicherpunkt dort. Da kommt er. Mann, zeig dich. Hier bin ich auch getroffen. Was kommt denn da noch? Was bist du denn? Ist das ein Haustier oder was? Okay. Glaube ich. Was? Zwei von euch? Komm her, du Penner, Alter. Jetzt mal die Platte. Wo ist dein komischer Hund hier? Wo ist er hin? So, den haben wir aktiviert. Gehen wir nochmal zurück. Durch diesen komischen Seiteneingang da.
rein. Alter. Hin, wenn ich wieder Zellen rund gehe. Wir werden sehen. Hier geht auch noch meine Treppe hoch. Alter, wie groß ist das Ding denn hier? Hat er sich gerade wieder regeneriert? Nicht so einfach. Aber von hier sind wir gekommen. Oh oh. Diese Bestie scheint eher Instinkt zu haben als Verstand. Sie will nur töten. Vor ein paar Wochen fand ich einen Hammer, den sie zu fürchten scheint. Die Waffe muss von einer Magie erfüllt sein, die ich nicht verstehe. Wenn solch eine Bestie sie fürchtet, habe ich jeden Grund, sie ebenfalls zu fürchten. Zelle 11.
das löse ich damit aus. Das gerade so schlau war. Ich werde es mir gleich merken. Gefangenschaft wird jeder Verbrecher gebrandmarkt. Die Tätowierung auf seinem Gesicht lässt alle von seinen Sünden wissen. Selbst wenn jemand aus dem Gefängnis entkommt, kann er seinem eigenen Gesicht nicht entkommen. Gestern haben sie einen anderen Mann hierher gebracht. Er hatte Pläne gegen Antanas geschmiedet. Verflucht sein er und seine Familie. Ich kann hier mit Mördern und Dieben sitzen, aber ich hasse diese politischen Ränke. Weit denn noch hier? Ist da jemand? Bitte helft mir! Hilfe! Kommandanten ist schon ganz gut. Bislang. Und, wer bist du denn? Willst du mit mir sprechen? Macht schnell! Beendet es! Ich spüre, wie mich mein Augenlicht verlässt.